Habe ich schon wieder ein Zitat für den Blogpost. Pass auf, mein Freund. Ist das Zitat von der ersten Folge. Es sei denn, wir spielen hier schon länger als 12 Minuten. So, dann geht's hier weiter. Der Feind ist in der Nähe. Das ist kein kleiner Kontinent. Wir haben jetzt Superkontinent oder so als Karte genommen, ne? Nee, Superkontinent war bei War-Dingsbums. Wir haben Kontinent genommen. Also wir haben normal Kontinente quasi. Glaube ich. Ja. Oh, gut. Ganz normal Kontinente. Und ich habe hier noch einen Gegner, der jetzt aber platt ist. Was perfekt ist, damit nehme ich jetzt gleich meinen Bautrupp loslegen kann. Aha, dein Bautrupp. Mein Bautrupp? Weil wenn nämlich hier dieser blöde Barbar noch gewesen wäre... Kennst du eigentlich noch... wie hieß denn der? Barbar, der Elefant? Du meinst Dumbo. Nein, Barbar. Unbedeutende Niederlage. Was können diese Krieger eigentlich, wenn sie selbst gegen... Welche Nation ist das denn jetzt, der ich hier begegne? Na toll, da habe ich einen Bautrupp gebaut und kann nichts bauen. Das ist doch furchtbar. Unbedeutende Niederlage. Gut, hier habe ich schon mal ein bisschen einen Schutz über diese Hügel, über diesen Berg. Okay, Berg, Berg. Ganz schön hügelig bei mir, die Nachbarschaft. Tja. Bei dir auch? Geht. Die Berge sind weit weg. Naja, wir werden sehen, wo das endet. Bin auch gespannt, was wir dieses Mal nach 150 Runden feststellen, was da wieder nicht funktioniert. Irgendwas finden wir. Irgendeinen Quatsch werden wir schon gemacht haben. Du, ich sehe gerade, dass der Flo gar nicht mehr spielt. Civ 5. Wahrscheinlich ist er jetzt richtig pisst und guckt bei Google nach. Weshalb es weiß doch kein Mensch, wer Flo ist. Habe ich doch am Anfang der Folge erzählt. Ja, aber da hört doch keiner zu. Ach so. Na, dann kann ich mir das ja ich sparen. Dann kann ich hier auch mir ein Nutella-Brot schmieren. Ja. Mhm. Zum Frühstück um 7:30 abends. Ja. Immer eine gute Idee. Auf jeden Fall. So. Ja, da sind ja gleich mal gefühlt wieder 18 Lager in der Nähe. Dafür kann ich jetzt Bronzeverarbeitung. Glückwunsch. Oh, hä? Hä? Na super. Hier ist Äthiopien ist hier vorbeigekommen und die sehen aus vom Logo wie Barbaren. Das ist nur unwesentlich... Ja, die haben Rot als Farbe und das ist nur unwesentlich heller als das barbarische Rot. Ich hätte die fast angegriffen. Entschuldigung, das war natürlich nicht meine Intention. Will ich nicht. So. Aber ist schon cool, wenn auf einmal Nationen einem über den Weg laufen. Das waren wir ja nicht gewohnt letzte Runde. Also, nee. Letzte Staffel. Oh, ich werde schon attackiert. Unbedeutender Sieg. Wer ist es denn jetzt hier? Das sind ja doch Barbaren, okay. Oh, weil, oh weh, ich verliere gleich meine erste Einheit. Geht ja gut los. Das ist gut. Geht ja gut los. Also für dich ist doof, aber für mich ist gut. Dafür ist mein Bautrupp jetzt gleich fertig. Und wird mal schön hier die Viehzucht vorantreiben. Jawohl, da ist es schon, Einheit wurde getötet. Geht super los, Kinder, geht super los. Kann ich erstmal wieder einen Krieger bauen. Mann, Mann, Mann. Auch bei mir ist ganz schnucklig, ne? Doch so rumlaufen sollen. Naja, wer braucht Befehle? Dann laufen wir halt so rum. Oh, der Bautrupp kann erstmal für Nahrung sorgen. Gesundheit. Bist du etwa ich erkältet? Ich habe nur gehustet, aber ich habe noch Ü dahinter gesagt. Die Frage gilt trotzdem. Bist du etwa... Nee. Ach komm, jetzt leck mich doch am Arsch. Mein Bautrupp wurde schon von Barbaren... Conny, wir zeichnen gerade ein Video auf. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist doch pervers. Fuck, ey. Das ist doch zum Kotzen. Sowas sagt man nicht. Ich muss echt sagen, ich habe hier einen ganz krassen Scheiß gebaut. Mimimimimim. Erster Krieger ist tot, Bautrupp erster gefangen genommen. Ich kann echt nichts machen. Ey, tja. Ist das eine Scheiße vor dem Herrn, ehrlich. Aber vielleicht helfen mir ja... Ah, wie ist es denn, wenn jetzt eine andere Nation diese Barbareneinheit tötet? Dann kann sie entscheiden, ob sie die entweder dir zurückgibt oder ob sie die behält. Umgekehrt, wenn du eine andere Einheit... Also, ich denke mal, das ist dann genauso, weil ist mir schon passiert, dass ich quasi eine fremde Einheit befreit habe. Und dann wird man vor die Wahl gestellt,
Behalte ich die oder für gute Beziehungen gebe ich die wieder zurück an den Besitzer quasi. Ja. Ich denke mal, das wird dann gut auch so sein und je nachdem, wie kriegsgeil der ist, werden die dann sagen, och nö oder och, na gut. Hm. Weißt du? Ja. Ich glaube nicht. Was habe ich jetzt gebaut? Ach so. Bär. Es ist zum Kotzen. Können wir neu starten, bitte? Nein. Ehrlich, das war ein total bescheuerter Fehlstart. Deine Mama. Ey, noch haben wir Runde 24. Wo ist denn wir? Hier wird überhaupt nichts neu gestartet. Deine Mutter startet gleich neu. Wo ist denn jetzt? Ach, da. Hast du schon eine Einheit verloren? Nein. Ich schon zwei. Mir doch egal. Das ist nicht fair. Ich bekämpfe Barbaren und gewinne. So. Schicke Speer umher. Macht der noch irgendwas? Ja, meine Speer sind noch am Leben. Das war's dann aber auch schon. Tja, weil die alle einen Speer haben. Oh mein Gott. So, was ist das hier? Keine Religionsanhänger in der Stadt. Jo. Jo. Erstmal das, weil mir die Ehre nichts bringen würde, nachdem ich keine Kampfeinheiten habe. Ich habe Unabhängigkeit gemacht. Ach ja? Weil ich war gerade auch da, wo du gerade warst, offensichtlich. Mhm. Und ich habe Ruinen entdeckt. Eine Kultur in jeder Stadt. Ja, na gut, wenn du meinst, mach nur deinen Scheiß. Mir Scheiß. Ist das doch wurscht. Mir ist es doch so wurscht. Bierwurst. Wurst ist geil. Bierschinken hätte ich mal wieder gern. Ich habe früher als Kind immer so ganze Stücken Bierschinken bekommen. So was gab's in Griechenland doch gar nicht. Es war ja auch in Nürnberg. Das ist ja wohl fast Griechenland. Gefühlt ja. So, Kinder. Na, wenigstens kann ich so ein bisschen die Stadt jetzt mir angucken. Oh, nächster Barbar ist getötet. Wenn man eine Stadt Erfahrungspunkte bekommen würde, hätte sie jetzt bestimmt schon zwei Level-Ups. Ich habe halt echt keine Einheiten, die ich steuern kann im Moment. Ich schon. Oh, das passt ja hier. Das passt schon. Oh, der Cäsar, der prescht aber vor. Kann dich auch so schon kaputt machen. Das Logo von Rom ist schick, ne? Mit diesem Kranz. Ja, ich steuere gerade nur meine Speer durch die Gegend und drücke auf Enter. Das ist ein tolles Spiel, was wir hier machen. Civilization 5 auf Nerd Derby. Let's play. Ah, lass uns eine neue Staffel machen. Die andere war ja so schlimm. Was haben wir jetzt davon? Jetzt haben wir 80.000 Gegner und verlieren. Ja. Nach der 150. Runde sind wir beide tot. Ich nicht. Was passiert denn eigentlich? Kann man dann in Spectator-Mode gehen? Will man dann in Spectator-Mode gehen? Ach. Ich glaube schon. Äthiopien hat ein Pantheon gegründet. Aha. Nee, eine unbekannte Zivilisation war es. Ja, weil du wieder niemanden kennengelernt hast in diesem Spiel. Doch, Griechenland. Niemand. Da bin ich auch stolz drauf. Ach. Was ist der Shortcut für die Hauptstadt? Denn die Griechen, die riechen. Hier, Pechi, was ist denn der Shortcut für die Hauptstadt? Ah. Was? Ich habe keine Ahnung. Space. Oh. Ich habe jetzt einen Krieger und was passiert denn, wenn man Space drückt? Gar nichts. Doch, wenn du eine Einheit ausgewählt ist, überspringst du sie quasi nach dem Motto nichts tun in der Runde. Wahnsinn. So, jetzt kommt... ich arbeite nicht mit Shortcuts, ich bin der gemütliche Typ. Dann solltest du Spiele wie StarCraft 2 mal auf einem professionellen Level spielen. Du kommst nämlich das ganz sollte ich nicht machen, aber da bin ich übrigens immer noch dafür, dass wir zwei beiden mal ein StarCraft 2 Let's Play machen. Das wird zwar für StarCraft Pros richtig witzig, weil wir es beide nicht drauf haben, aber ich habe es wenigstens ein bisschen... Du hast es ein bisschen weniger drauf als ich. Ich habe es gar nicht drauf. Siehst du? Ich habe das 1er mal ein bisschen gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern.